Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zurück zum nächsten Part von Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und schaut doch unbedingt mal bei meinem Discord vorbei, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, um eben dann sowas wie Video-News zu kriegen, wenn mal keins kommen sollte aus irgendeinem Grund, oder eben einfach mit mir zu zocken oder andere Sachen mit anderen Leuten zocken. Also wie gesagt, Link in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Ah, okay, jetzt haben wir zwei Lichtschwerter, nice. Ah, jetzt dürfen wir schon wieder freuen, das kann es nicht sein. Das Lichtschwert sieht minimal verbuggt aus, oh, okay. Nein, 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 nein. Ich bin da gerade aus Versehen runtergefallen, lustigerweise. Luke, ich bin da. Ich folge dir. Das ist immer noch nervig, den einfach sinnlos hinterher zu laufen. Es mag zwar vieles cool sein, auch das ist nervig. Yay, da ist er, der Wegfinder! Bam! Zwei wurden gefertigt. Ich lauf wieder Luke hinterher. Hinterherlauf macht so Spaß. Das Lichtschwert ist immer noch total verbuggt und steckt quasi in ihrem Schenkel drin. Meister kommt, Meister Skywalker. Es ist halt einfach nur unnötig, dieses Hinterherlaufen. Das hätte man sich wirklich sparen können, vor allem wenn man dann plötzlich wieder schneller ist als er und man warten muss. Das macht's nicht besser. Lauf, alter Mann. Seins? Oh! Er hat seine Macht, er hat seine Ausbildung beendet, indem er die Macht hier nutzt und das einfach so ganz schnell leicht rausholt. Das gibt kein Versuch, ja, das war ein Sammlerstück. Luke Skywalker hat gerade einfach Yoda zitiert und das Schiff sieht cool aus. Der Luke's Ex-Flügler. Nehmen wir doch das gleich Abschiedsgeschenk, hä? Hey. Kijimi ist tot. Darf ich eine Frage fragen? Woher? Wussten die jetzt instant, dass er nur ein Sternzerstörer war, der den Planeten zerstört hat? Es ist wirklich mal keiner neu.
Haben wir? Oh. So, dann. Ich darf immer noch nicht nach Exek. Wieso brennt der Baum? Das Spiel laggt ein bisschen manchmal. Ich verwende es einfach. Und ich darf wahrscheinlich jetzt nach Exegol. Den Weltraum über Exegol reisen wir doch direkt. Weil wir es können. Ja, und ich würde sagen, wir machen direkt die Mission. Seid mit mir. Ich kann Proton-Torpedo zum Spaß aber abfeuern. Noch ein, noch ein und noch ein Level starten. Dann schauen wir, was jetzt passiert im Level. Seid mit mir. Der BTA in R2Y-Flügel. Seht euch diese Flotte an. Das ist ein bisschen kleiner Beschuss. Oh, nicht gut. Lol. Da hat schon wieder seine Hand verloren. Tja, das ist eine Falle. Also bei Ben müsste eigentlich die Narbe weg sein, aber okay. Ah, und jetzt geht's zum Kampf. Ben und Ray gegen. Genau. Den Imperator gleich. Gegen die obersten Wachen. Und gegen die Ritter von Aren. Jo, da haben wir den ersten. Da ist gleich der zweite. Das ist aber noch toll, wie die einfach alle nicht angreifen oder so. Ich bin tot! Yay! Bam! Zerstört! Das regt sogar Papa Palpatine auf. Hier ist Feuer. Psst, psst, psst. Haha! Schreit er. Da ist er, der gute Ben! Solo! Au. Natürlich gibt es ja auch wieder Mini-Kids, aber wo genau wusste ich, weiß ich jetzt nicht mehr genau auswendig. Will der auch mal angreifen? Hallo? Wie oft muss ich dir noch Schaden zufügen? Hä? Ach so.
tot. Da läuft er, der Ben. Dann geht's wieder zu Rey Skywalker oder Palpatine oder was auch immer. Ich würde mal sagen, wir gucken mal. Gibt es hier irgendwo vielleicht ein Minikit? Und vor allem frage ich mich, wie weit kann ich eigentlich nach hinten laufen? Dürfte doch langsam das Ende kommen, ja? Ist auch schon so. Okay, die sind nicht für mich. Ich will aber die da abwerfen, hallo. Nee, darf ich nicht, okay. Ich will euch nur lediglich wissen, gibt es hier irgendwo irgendein Minikit? Sieht aber nicht so aus. Der Typ hat Popcorn. Bam! Und da werden wir die letzte oberste Wache töten. Oder halt selber sterben. So, und ich sage jetzt schon mal so als Vorwarnung, gleich wird das Finale. Ich warum durfte ich dann nichts drücken, der ist nicht mal tot. Falls es aber wieder so eine Warnung für die, die eben ein paar Probleme haben mit so schnell flackernden Bildern. Das könnte nämlich für den einen oder anderen gleich etwas problematisch werden, vielleicht im Finale. Ich weiß nicht, ob es so ist oder nicht. Nur damit ihr für den Fall der Fälle Bescheid wisst. Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann ist ja alles gut. Doch falls man damit Probleme haben sollte, damit ihr Bescheid wisst. Da haben wir ihn auch schon besiegt. Dann die Rey noch kurz. Ah ne, die hat ihren auch schon besiegt. Super. Da ist er! Palpatine! Kein Stehen, kein Fallen. Der Zweiklang der Macht wurde gerade besiegt quasi. Oh, dann geht's ihm schon besser. Der andere wird aber mitgezogen. Achso, ich muss jetzt erstmal da ein bisschen reiten. So. Ey, was ist denn jetzt gerade los mit dem Spiel? Da ist ein Minikit. Ich weiß nicht, ob ich es aufgesammelt hatte oder nicht. Ich sammle es jetzt mal auf. Das sind wir auch schon. Dann schießen wir die doch direkt ab. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Ihr findet jetzt oben links gerade noch das neueste Video auf meinem Kanal, von YouTube ausgewählt. Links unten findet ihr die aktuelle Playlist zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und rechts findet ihr noch meinen Kanal, wo ihr auch gerne kostenlos abonnieren könnt. Und bis dahin dann erstmal Servus.